Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Esma Hallatsch und ich studiere Wissenschaft, Medien und Kommunikation am KIT. Ich bin hier als Energiereporterin in Bosnien-Herzegowina und heute tauchen wir in die rauchige Realität von Sarajevo ein. Rauchen ist hier nicht nur eine schlechte Gewohnheit, sondern auch eine allgegenwärtige Präsenz in öffentlichen Räumen, sogar in Schulen. Doch während die Situation ernst ist, gibt es auch einige Anzeichen der Hoffnung für eine rauchfreie Zukunft hier in Sarajevo. Rauchen in geschlossenen öffentlichen Räumen ist hier in Sarajevo allgegenwärtig. Ob in Behördengebäuden, Universitätskantinen, Schulen, Einkaufszentren, überall gibt es eine Rauchwolke. Es scheint, als wäre es eine akzeptierte Norm, selbst in Umgebungen, wo es eigentlich rauchfrei sein sollte. Doch wer am meisten unter diesem Problem leidet, sind leider Menschen, die sich nicht dafür entscheiden können, also Passivraucher, vor allem Kinder. Kinder sind meistens passiv dem Rauch ausgesetzt, zum Beispiel in Familiencafés, wie zum Beispiel in Metropolis Family Café, wo Zigarettenrauch in den Gesichtern der Kinder landet, oder auch in Autos, wo die Eltern bedenklos sitzen und rauchen, sind Kinder meistens Mitfahrer. Im Sommer, also kurz vor unserer Ankunft, gab es ein neues Gesetz, welches das Rauchen in öffentlichen Gebäuden verbietet. Nichtsdestotrotz ist das nicht die Realität, die Menschen rauchen trotzdem. Es gibt nur ganz wenige Cafés, die wirklich das Rauchverbot einhalten. Manche machen eine Trennung zwischen Raucher- und Nichtraucherbereich. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, glaube ich, dass es keine starken Konsequenzen gibt für diejenigen, die dieses Fehlverhalten aufweisen. Was ich während meines Aufenthaltes hier in Sarajevo auf jeden Fall beobachten konnte, ist die Tatsache, dass viele junge Leute rauchen. Vor Schulgebäuden sieht man bereits sehr junge Menschen, die mit dem Rauch verfallen sind. Aber auch Straßen sind übersät mit Kippenstümmel und das zeigt nicht nur die intensiv verbreitete Rauchkultur in Sarajevo, sondern stellt auch ein großes Umweltproblem dar. Durch die gesetzliche Regelung, die ich bereits vorhin genannt habe, habe ich Hoffnung, dass es sich irgendwie noch verbessert, aber ich denke, es ist sehr stark in der Kultur verankert und es muss härtere Konsequenzen geben für Menschen, die Regeln nicht einhalten. Nichtsdestotrotz hoffe ich auf jeden Fall auf eine positive Zukunft diesbezüglich für Sarajevo und ich freue mich, euch meine Erfahrungen mitgeteilt zu haben und meine Perspektive mit euch geteilt zu haben. Wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!